CV Kontinentalcup 2015. Zweites Spiel. Länderkampf. Österreich gegen Tschechien. Österreich will den Ausgleich. Tschechien den Sieg. Egal, bekommen hier eine nächste Show am Center Court geboten. Wir begrüßen das Schiedsgericht. Erster Schiedsrichter aus der Schweiz, Jonas Bernsolendi. Zweiter Schiedsrichter aus Österreich, Thomas Domi Moser. Wir kommen zu unseren Freunden, unseren Gästen aus der Tschechei. Wir begrüßen als allererstes die Trainerin, Coach, Lenka Hajekova. Und wir kommen zu den Jungs, die jetzt hier den zweiten Punkt machen wollen. Etwas kleinere Spieler ist 1,86 groß, 29 Jahre jung. Welcome here, first time on the center court here in Baden. Welcome, Jan Dumek. Und sein Partner ist 1,93 groß, 27 Jahre jung. Das Beachvolleyball-Model aus Prag. Herzlich willkommen, Robert Bonkufa. Wir begrüßen das österreichische Team. Wir begrüßen als allererstes den Coach. Wir sagen Hallo zu Harald Dubeiner. Wir holen als allererstes die Wiener rein. Den 1,98 großen ehemaligen Aufspieler bei den Hot Wallets. Der Mann, der hier jetzt wieder alles raussaugt, wie aber zugleich auch blockieren kann. Jungs, holt uns den Ausgleich. Wir sagen Hallo zu Daniel Mühlner. Und wir sagen Hallo zum Staatsmeister von 2013, 2011, Vize-Staatsmeister 2010. Der Mann, der so unberechenbar blocken kann. Der Mann, der euer Publikumsliebling ist. Baden, begrüßen wir Robin, den Freigatschmann! Like that.
für Robin und Dani. Österreich, meine Lieben. Österreich sucht richtig Glaubens.
zurück. Die Jungs kommen zurück, ich weiß das. Und gemeinsam schaffen wir das. Thank you.
Kopfhörer in allen Schläuchen. Auf geht's, Mann. Österreich für Österreich, das ist die Wiese. Aufgepasst, Netz. Unterstützung für Robin Seidel. Holen wir noch einen Punkt vor dem Side-Switch. Tief anfangen. Laut. Aber wir haben hier noch die Wiederholung vom ORF. Muss noch abgewartet werden und dann geht's hier rein. Los geht's! So gut gespielt, wir haben den Satz für den Tschechen. Seiten werden gewechselt. Wir begrüßen auf das Tempo, denn wir brauchen sämtliche Hände hier im Zentrum.
keine Bissen mehr. Aber das ist so ein gutes Spiel heute gegen die Österreicher Teams. Unfassbar. 1-0, Team Blau-Weiß. Ja.
So. Okay. Ah, not here. Dran kann ich aber nicht 100% verleihen. Ach, Scheiße. Immer wieder. Thank you.
Ich würde sagen, wir müssen auch über den Sport treiben. Also, wir machen folgendes, wir stehen immer auf und nieder. Also, los geht's. Aufstehen, niedersetzen. So. Ab, ab. And down. Jawohl. Aufstehen, niedersetzen, aufstehen, niedersetzen, aufstehen, niedersetzen. Das machen wir gleich noch einmal. Das machen wir gleich noch einmal. So. Aufstehen. Niedersetzen. And down, schneller, up and down, up and down, up and down. Jawohl. Und die klatschen die Jungs zurück hier am Center-Court. Jetzt ziehen wir wunderbar, jetzt ziehen wir runter. Oh!
Wir sind nicht ganz aufgegangen. Kann passieren, kann passieren, nichts passiert. Dann konzentrieren wir uns jetzt eben auf den Side-Outs. 14, 16. Ja, wir springen mal wieder so.
war für Satz Nummer 3. Auf geht's, Mann! Rock'n'Roll hier in Set Nummer 3. This is the match of Austria against Czech Republic. Side switch, 5 beide.
ist draußen aus. Das heißt für uns, laut der Servicewelle für Obisai. Thank you.
Midgards war. Midgards! Schade, wirklich schade. Wir haben mehr drin gewesen, aber die Jungs haben bloß ab.
Team gefightet. Sie haben eine Frage, was sie selbst dazu sagt. Wenn sie schon Luft hat. Dani, ich hoffe, du bist schon gereizt. Haben so unglaublich gefightet, hat am Ende nicht mehr ganz gereicht. Dani, ersten Augenblick nach der Partie. Deutsche Bimmeran ist da, das ist logisch, gehört dazu. Wäre es allgemein mehr drin gewesen am Schluss? War dann irgendwie die Konzentration weg oder waren die Tschechen dann einfach einen Tick besser? Ja, ich glaube, dass bei ihnen am Ende das Glück war klar. Also super Service, ich habe leider nichts gemacht davor. Aber ich glaube, dass wir eigentlich schon am Anfang vom Match das nicht gut reinkommen sind und da wäre mehr drin gewesen. Dann hätten wir den ersten gewonnen und dann den zweiten auch, dann wäre es gar nicht zum dritten kommen. Ja, so ist es natürlich besonders günstig für uns. Das wäre der Nachteil, dass ihr die gemeinsam spielt, offiziell. Habt ihr schon mal gespielt gemeinsam früher oder ist das eher durchs Training die Woche gut kompensiert worden? Ich glaube, jetzt bei dem Spiel war es gar kein Nachteil, dass wir vorher nicht miteinander gespielt haben. Ich glaube, es war eigentlich vom Zusammenspiel her gut und ja, leider halt ein paar kleine Fehler und das hat sich entschieden. Aber ihr habt großartig gekämpft und jetzt im nächsten Match natürlich gegen die Sieger. Das nächste Spiel hier einmal nochmal richtig Vollgas, oder? Ja, auf alle Fälle. In dem Stadion nochmal spielen, da ist man immer motiviert. Ich bin gespannt, wer bei euch spielen wird, weil er darf ja darüber noch auslosen. Welches Team ran, wusst von Österreich? Ja, ihr werdet hoffentlich Zweiter oder Dritte und dann heißt es immer Vollgas im Centercourt. Ich würde mal sagen, wir lassen den Daniel mal verschnaufen und schicken ihm mal einen großen Applaus an Dani Müller.